Das Heilige Konzil erklärt außerdem, dass in sehr frommer und religiöser Gesinnung der Brauch in der Kirche Gottes eingeführt wurde, dass dieses erhabene und ehrwürdige Sakrament in jedem Jahr an einem eigenen Festtag mit besonderer Verehrung und Festlichkeit gefeiert wird. Es ist nämlich höchst richtig, dass einige heilige Tage festgelegt sind, an denen alle Christen durch eine besondere und gewissermaßen seltene Kundgebung ihre dankbare und erkenntliche Gesinnung gegenüber dem gemeinsamen Herrn und Erlöser bezeugen, angesichts der so unaussprechlichen und eindeutig göttlichen Wohltat, durch die der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt wird. Und zwar sollte die siegreiche Wahrheit einen solchen Triumph über Lüge und Häresie feiern, dass ihre Gegner in den Anblick eines so großen Glanzes und in eine so große Freude der gesamten Kirche versetzt, entweder entkräftet und gebrochen dahinschwinden oder von Scham erfüllt und verwirrt irgendwann einmal wieder zur Einsicht kommen. So, liebe Schwestern und Brüder, schreibt das Heilige Konzil, zwar von Trient. So schreibt es über den Fronleichnamstag, über die Verehrung der Eucharistie. Und es trifft sich heute, dass wir diesen Fronleichnamstag in diesem Jahr am Fest eines Heiligen begehen, der ganz mit dieser Trienter Reform, mit dieser Zeit verbunden ist. Es ist der heilige Philipp Neri, den wir vielleicht als den Patron der Freude kennen, diesen römischen Stadtpatron, der aber gar nicht aus Rom stammt, sondern aus Florenz, der Gründer des Oratoriums. Jener Philipp Neri, von dem man sagt, er hat den Schalk im Nacken, und das stimmt. Jener Philipp Neri, der immer dargestellt wird als Priester, wenn er die Messe feiert. Denn er hatte zur Eucharistie ein ganz besonders nahes Verhältnis. Er hat im Grunde genommen schon vorher das umgesetzt, was das Konzil von Trient, wie wir eben hörten, aufschrieb und erklärte. Schon als Laie. Er ist relativ spät zum Priester geweiht worden, erst mit 36 Jahren. Schon als Laie empfing er ganz unüblich damals täglich die Kommunion, nachdem er sich durch die Beichte darauf vorbereitet hatte. Und später im Oratorium gibt er seinen Priestern folgende Weisung mit auf den Weg. Er sagte, dass die Priester einen großen Fehler machten, wenn sie, obwohl sie es könnten, nicht jeden Tag zelebrierten. Und dass diejenigen irrten, die die Erlaubnis erbäten, nicht jeden Tag zu zelebrieren unter der Entschuldigung, sich auszuruhen. Und er sagte, dass diejenigen, die den Trost außerhalb ihres Platzes suchten, ihre Verdammnis suchten. Und wer weise sein wolle, ohne die wahre Weisheit, oder Heil ohne den Heiland, der sei nicht gesund, sondern krank, und der sei nicht weise, sondern verrückt. So klar kann Philipp sein, wenn es um die eigene Sache geht, nämlich die der Eucharistie. Immer wieder hat er erklärt, er kann nicht ohne Eucharistie leben. Wenn wir also heute, liebe Schwestern und Brüder, das Fronleichnamsfest begehen, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, dann liegt auch durch dieses Zusammenfallen von Fronleichnam und dem Tag des Philipp Neri an uns eine Frage. Können wir ohne Eucharistie leben? Was bedeutet sie für uns? Dürfen wir die beiden Stichworte aufnehmen, die das Konzil von Trient geschrieben hat und die in der Art und Weise des Umgangs mit der Eucharistie bei Philipp Neri so deutlich wurden, dürfen wir heute, 2016, diese beiden Worte noch sagen, in Verbindung zur Eucharistie, dass sie uns helfen, Triumph und Freude? Ich weiß, Triumph, ganz schwieriges Wort. Das haben wir die letzten sozusagen 50 Jahre haben wir dieses Wort weggesperrt wie in einen Giftschrank, weil wir ein wenig Angst davor haben.
Es klingt nach Triumphalismus. Triumphalismus der Kirche. Oh mein Gott. Ecclesia triumphans, sagte man früher. Aber es ist ja nicht die Kirche auf Erden. Das hat man früher nicht gesagt. So viel Latein sollte man können. Die Ecclesia triumphans ist die erlöste Kirche der Heiligen im Himmel, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Christi. Mit Maria und allen Heiligen. Das ist die Ecclesia triumphans. Nicht, wenn wir uns hier als eine streitende, kämpfende Kirche oft genug verstolpern. So hat man das nie verstanden. Von Leichnamsprozessionen und gerade dieses prachtvolle Fest feiert nicht den Triumph der Kirche hier auf Erden. Wir haben es eben gehört, was das Konzil sagt. Es feiert den Triumph Christi. In jeder Eucharistie, bis hin zur Eucharistie angesichts des toten Christen, wenn der tote Leib in der Mitte der Kirche liegt und die Kirche sich versammelt, um Eucharistie zu feiern, hat sie trotz aller berechtigten Trauer den Hauch des Triumphes, des Sieges Christi über den Tod. Denn es ist das Sakrament seines Leidens, Sterbens und Auferstehens. Ob wir nicht neu lernen müssen, liebe Schwestern und Brüder, diesen Triumph Christi, um den es geht, hinein zu übersetzen, hinein zu buchstabieren in unsere oft so trostlose Welt, auch in unsere Traurigkeiten der Kirche, über die wir möglicherweise so oft jammern, müssen wir nicht hier genau diesen Triumph neu lernen, mitten in diesem Sakrament der Eucharistie, den wahren Triumph Christi, dass er lebendig ist. Sind wir es nicht der Welt schuldig und hören wir nicht heute die Aufforderung im Evangelium, gebt ihr ihnen zu essen, gebt von dem, was ihr empfangen habt, wie es Paulus sagt, ich gebe nur, was ich empfangen habe. Der Herr nahm in der Nacht das Brot und er teilte den Kelch aus, er teilt sich selber aus, damit wir leben. Das ist sein Triumph. Und damit immer verbunden ist die Freude. Ist die Freude, dass wir eingesammelt sind in die Kirche, die gerufen ist zum Tisch des Reiches Gottes. Wenn wir Eucharistie feiern, stehen wir in der Gegenwart. Wir tun nicht dieses oder jenes. Es ist nicht einfach nur eine Mahlgemeinschaft. Es ist nicht einfach nur eine Versammlung von Einzelnen, die glauben. Ja, es ist eine Einsammlung der Glaubenden hin zu einer Einheit, hinein in eine neue Dimension, nämlich die des Reiches Gottes. Sie ist jetzt schon Gegenwart, hier in dieser Feier. Wenn wir uns hineinsammeln lassen in diese Gegenwart, in das Sakrament des Lebens, in das Sakrament der Einheit, dann wird unser Herz, wie es von Philipp Neri gesagt wird, mit einer lichten Freude erfüllt. Wir werden hingezogen in dieses Sakrament von Brot und Wein, in die Gegenwart Christi, in seine Hingabe. Wenn wir uns nur sammeln lassen, wenn wir uns geben, auch mit dem, was unser Leben beschädigt, wenn wir uns ganz Gott übergeben in diesem Sakrament, wenn gleich die Gaben wieder aus der Mitte der Kirche gebracht werden, dann ist das der Akt, wo wir uns zu geben haben. Es ist nicht nur das einfache Brot und das bisschen Wein dort. Wir werden gebracht zum Altar. Wir werden gleich in wenigen Augenblicken neu eingesammelt und auf den Altar, auf den Platz der Hingabe gelegt und haben Teil an dem, was dort geschieht. Am Kreuzestod Christi, an seiner Auferstehung, an seinem Sieg, an seinem Triumph und seiner nicht zerstörbaren Freude.